Hey, meine Rabauken, und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Battle gegen Awesome Alinsky. Wir haben heute den sogenannten Blockzerschneider. Mit diesem können wir jeden Block öffnen, wie beispielsweise Holzstämme, Steinblöcke, alle Erze, sogar Bedrock und vieles mehr. Und wir haben jetzt Zeit, uns auszurüsten. Und am Ende des Videos werden wir uns mit der OP-Ausrüstung, die wir aus diesen Blöcken bekommen, bekämpfen. Und es kann nur einen Sieger geben, Melina. Ja, Wolski. Bist du bereit? Ready, Pompeii. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Los. Okay, ich mach direkt einen Holzstamm auf. Alter! Und jetzt kannst du den wie eine Kiste öffnen. Okay, wow, wir haben Stämme, cool. Und wir haben eine... Ich hab eine Axt. Ich hab... Die ist doch safe überbrutal, oder? Ich mach mal... Oh! Hey, yo! Einfach gerippt. Ja. Okay. Ups. Oh. Die ist auch mega... Ich hab das ganze Haus abgebaut. Okay, das muss ich testen. Okay, das heißt, das ist eine sehr, sehr OP-mäßige Axt. Wir bauen... Oh! Die baut alle connecteden Holzblöcke okay. ab. Nicht mal nur Stämme, auch Holz. Okay, da... Oh, hier ist eine Schmiede, Leute. Da müssen wir mal reinduschen. Oh, da ist oh, ich habe gute Eisenausrüstung. Kacke, ja, aber die Elina, also... Die werde ich ja jetzt nicht... Also, ich glaube nicht, dass man die am Ende noch braucht. Muss ich ehrlich gestehen. So, ich mache mich jetzt schon auf die Suche nach einer Höhle. Das kannst du gerne machen, ne? Ich suche was ganz Bestimmtes hier noch. Warte mal, erstmal hier. Machen wir noch ein paar auf. Zack. Achso, wartet. Falsches Item. Boom. Vielleicht kriegt man noch andere Holzsachen raus. Ne, da haben wir noch eine Holzaxt. Und zack. Oh mein Gott. Und bupp. Es gibt noch ein weiteres. Oh, es gibt nichts, meinte ich. Es gibt gar nichts. Ich habe gar nichts gesehen. Es gibt ein Holzschild. Okay, das kann ich jetzt halt schlecht testen. Wir haben ja hier schließlich kein Skelett oder so. Aber wir können das hier. Boom. Stark. Clean. So, bisschen Inventar mal aufräumen. Das können wir hier alles zu Holz machen. Die Treppen braucht kein Mensch. Die ganzen Sticks braucht auch kein Mensch. Hier mal ein bisschen Basic essen. Ups. Was war das denn bei dir? Ich hab da was gefunden. Ja, ja, ich hab's gehört tatsächlich. Kannst du raten, was für ein Erz das war? Eine Kohle? Nein, welches Erz macht was mit Blitzen am meisten? Redstone? Mm-mm. Kupfer! Ja. Ja, wusste ich doch. Wollte testen, wie gut du dich auskennst. Ah, okay. So, wir machen mal Stein jetzt. Boom. Ja. Ich mach direkt mal drei. Da können wir direkt drei öffnen. Ach du Heidi, was sind das? Kieselsteine, Dina. Endlich gibt's die wirklich in Minecraft. Das ist mehrmals das gleiche Item. Ich nehme die mal mit, weil ich weiß nicht, ob die vielleicht Haltbarkeit haben. Da könnte ich mehrere gebrauchen. Das ist nämlich eine Kieselsteinkanone. Und die kann Spam! Okay, das ist stark. Wir müssen mal testen, wie stark die ist. Wir brauchen eine Mob, ein Mobbo. Vielleicht macht die halt Überschaden. Das kann schon das Ganze haben, ne? Ja, okay, es macht jetzt nicht über viel Schaden, aber dadurch, dass du es halt Spam kannst, macht es natürlich im Butterfly dann schon. Hier, wartet mal. Lasst mich mal kochen. Okay, Aim und Butterfly gleichzeitig, ein bisschen schwierig. Hä? Ach, das hat als Fähigkeit, dass die so hoch bouncen. Kann das sein? Das sah nämlich jetzt gerade ein bisschen so aus. Ne, steht da eine Beschreibung? Nö. Ich hab Kohle gefunden. Kieselsteinkanone, ey. Drei Stück, aber die verbrauchen sich nicht. Also kann ich die anderen beiden wegschmeißen. So, wir benötigen diese Sache hier noch. So. Und dann... Du kannst aus den Pebbles, kannst du übrigens Steine auch craften. Ich meine, brauchst du wahrscheinlich okay. nicht, aber wolltest du nur mitteilen. So. Wir sind gemutet. Wir werden aber jetzt mal... Wir können nämlich aus diesen Steinen Clean Stones craften. Und die brauchen wir natürlich, denn wir haben jetzt 11 Stück. Denn wir haben ja, habe ich ja bereits angekündigt, eine Fähigkeit, die Elina nicht hat. Beziehungsweise sie hat sie schon, sie weiß aber nicht, dass die existiert. Ich darf aber nicht so lange ruhig sein, sonst fällt das voll auf. Ich muss hier ein bisschen craften. Microphone activated. So, wir craften jetzt ein bisschen mit den Steinen. Du hast gerade eben dich gemutet, um den Leuten was zu verraten, was ich nicht weiß. Was, Elina? Davon das höre ich ja genau das erste Mal. Das habe ich aber sowas von gehört. Elina, sowas würde ich doch niemals tun. Naja, es ist nicht so, es ist egal. Auch so. So, jetzt haben wir diese Geschichte hier, aber ich weiß gar nicht, wie funktioniert denn das jetzt hier? Wie kann ich denn daraus jetzt Steine craften? Lass mich mal kochen. Nee. Nee. Oh, ich habe das erste Eisenerz. Boah, da kommt bestimmt... Ich vermute, dass die Gegenstände, die man rausbekommt, werden ja bestimmt immer stärker, oder? Also, würde doch absolut Sinn machen. Das glaube ich auch. So, Eisen... Ah, ich weiß wieso. Oh mein Gott, da bekommt man Rüstung raus. Wie geht denn das? So.
Jetzt können wir das craften into das. Perfekt. Oh, es gibt sogar eine. Und daraus können wir das craften. Okay. Zack. Zack. Bin hier sehr gut dabei, into, muss ich sagen. Zack. Into zack. Das ist schon teuer. Okay, ich brauche mehr Kieselsteine. Ja. Jetzt brauche ich ja auch nicht mehr Geheimnis tun. Jetzt bist du ja dahinter gekommen. Jetzt kann ich ja auch mit offenen Garten spielen. Nach was hintergekommen? Hä? Nix, egal. So. Was kam denn aus Eisen jetzt? Rüstung. Ja, da kam ja jetzt bestimmt nicht einfach eine Eisenrüstung raus. Eine Roheisenrüstung. Ist die stärker als Eisen? Sie hat. Ach, die schießt mit diesen Kieselstein. Das ist natürlich eine sehr interessante Erkenntnis. Weil deine nicht mehr ging. Ja, man braucht eine Menge davon im Inventar. Das schießt auch. Oh mein Gott, das schießt auch so Sachen nach oben. Ja, ja, wenn du was triffst, meinst du? Ja. Ja, ja. Ey, das ist Kohle, wir können gleich mal Kohle testen. Das ist auch interessant. Ich schiele ja drauf, ob es in Stein noch ein anderes Item gibt, weil bei Holz gab es ja auch zwei. Aber Stein scheint real nur dieser eine zu sein. Oh, jetzt hat die dumme Hexe mich erwischt. Wo ist denn meine Axt, wenn ich die Alina ist ein bisschen schneller mit den Erzen hier gerade. Warte mal, ich mach mal Kohle jetzt. Bam, geöffnet und da kommt raus eine Kohlespitzhacke und ein Haufen Kohle. Hä? Die sehen so geil aus, diese Items. Aber ich halte die auf der falschen Hand. Ich meine, ich halte sie halt links, aber man hält doch Tools rechts. Das ist lustig. Aber so kann ich beides gleichzeitig halten. Oh mein Gott, ich muss. Hey, guck mal, das ist. Mir geht's richtig schlecht. Was denn los? Wegen Vergiftung? Ja, ja, ja. Na, Stern würde dich schon gut zurückwerfen, ja, sag ja, ich ja mal. Nee. So, wir benötigen jetzt. Wollte ich mal die Kohlespitzhacke jetzt ausprobieren. So, und wir können jetzt noch ein bisschen mehr craften. Wo habe ich denn meine Werkbank hier gelassen, sagen Sie mal. Ich sollte auch mal einen Ofen craften, glaube ich. Kann ich einen Ofen aus Cleanstone craften? Nee, ne? Nee. Okay, dann müssen wir mal die Spitzhacke jetzt testen. Was hat die denn drauf? Einfach mal hier in den Berg rein. Aufentspannt. Nix, ne? Also, das wundert mich jetzt gerade. Die muss was können, Ilina. Aber was? Vielleicht Erze abbauen? Main Miner vielleicht? Oder Erze geschmolzen? Das ist komisch. Oder liegt es am Schild, dass ich nicht rechtsklicken kann? Nee. Okay, da müssen wir der Sache gleich noch auf die Schliche kommen. Ja, okay. Also Kohle, muss ich leider sagen, war ein bisschen enttäuschend. Eine ganz normale Spitzhacke. Machen wir mal Kupfer. Was haben wir denn? Ilina hat gar nicht verraten, was sie in Kupfer hat, ne? Ach so, doch. Das habe ich ganz am Anfang verraten. Ah, das ist da, wo du geschossen. Aber Kupfer muss ich ja nicht mitnehmen, oder? Brauche ich ja nicht. Das ist ein Lightning Blaster. Ah, okay. Dann kannst du Blitze schießen, die wahrscheinlich babamäßigen Damage machen. Ist auch nicht eine gute Waffe. So. Hast du mal getestet an einem Mob? Ja, ich teste es gerade an ganz vielen Mobs. Aber Kupfer ist natürlich auch ein schwaches R. Oh, weiß ich nicht, Ilina. Scharf war instant tot. Aber gegen die Hexe habe ich richtig lang gebraucht. Ja, warte mal, aber es ist ja so eine Bonuswaffe, weißt du? So ja, wegrennen und dann bam, bam. Das ist schon nicht ohne. Da ist ein Enderman. Können wir den killen? Wir haben eine sehr, sehr starke Axt. Und warte mal, kann ich die mit der Kanone abschießen? Das wäre jetzt. Das ist jetzt ein High-Risk, Leute. Das ging nicht. Scheiße. Oh, oh. Herr Endermann? Okay, der hat sich komplett verschnieselt, ey. So, dann gehen wir mal hier runter. Haben wir jetzt hier. Wir benötigen. Ha, warte mal, Ilina. Was denn? Wir haben einen Block vergessen. Welchen? Erde. Ich hab Erde schon. Ach so, ich nicht. Hä? Lol. Was kommt da denn raus? Regenwürmer, Junge. Gras geht nicht. Erde. Und Dreckklumpen. Was kann man damit denn machen? Was zum Teufel sind Regenwürmer? Also, ich meine, ich weiß, was Regenwürmer sind. Aber ich meine, was sind die für eine Funktion? Diese Regenwürmer. Kann ich die essen? Ja, die kann man essen. Nein. Ah, okay, die. Oh mein Gott, die geben OP-Effekte. Mhm. Aber auch Hunger. Okay, die nehmen auf jeden Fall für den Kampf auf. Das ist big, big, big. Und Erdklumpen? Dann kannst du ja jetzt vermutlich Erde craften, würde ich mal meinen. Ne? Also so wie diese Kieselsteine halt. Nee, nee. Was kann man aus denen machen? Vielleicht eine Rüstung? Nee. Die Wurmrüstung. Die Regenwurmrüstung. Ich teste sicherheitshalber. Nein. Also man muss ja irgendwas mit diesen Chunks machen können. Die werden ja jetzt hier nicht so Spaß an der Freude da sein. Tschüss. So, aber die Höhle ist allem in allem, glaube ich, Quark mit Soße. Eisen! Big. Zack. Geöffnet. Oh! Okay, warte. Eisen. Roheisenbrustplotte. Roheisen. Ist das besser? 3. Das ist besser als Eisen, Ilina.
Ja, ich weiß. 6, das ist auf Dia-Level. Kann ich die jetzt noch? Kann ich den jetzt noch abbauen, den Block? Nee, das wäre so big gewesen. Nicht, dass ich jetzt Eisen noch bräuchte, aber muss man ein bisschen aufräumen, Leute. Das muss man behalten. Ah, warte mal, da sehe ich gerade, wir können jetzt was machen. Wir können nämlich jetzt das hier machen. Das brauchen wir dann für später. Jetzt können wir das und das öffnen, die Eisen. Ich brauche noch eine Hose. Geben Sie mir eine Hose. Nein, Alter. Vielleicht versteckt sich noch ein Block hier hinten, wenn wir Glück haben. Ja, Big. Bitte eine Hose. Yippie, Hose. Brauchen wir eine... Brauchen wir Back? Es wird ja sicher noch eine bessere Rüstung geben, ja, oder? Ja, ich habe auch Backup-Rüstung eingepackt, auf jeden Fall. Nee, ich nehme keine. Ich gehe mir drauf, dass es noch eine bessere gibt. So. Ah, wobei, hier ist nochmal Eisen. Ich habe ja leider nur gerade Imposterhöhlen. Ah, ich habe eine... Oh, ja, ich habe eine ganz coole, glaube ich. Gold, 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 Gold. Oh, Mist. Bam. Oh. Ja, okay, ich würde sagen, OP-Gold-Äpfel verbieten wir, oder? Ja, OP-Gold-Äpfel ist zu krass, da bist du ja unsterblich. Außer wir kriegen so krasse OP-Waffen noch, dass du auch damit nicht unsterblich bist. Das kannst du natürlich haben. Aber genug Goldäpfel, also ich kann dir schon mal so viel verraten, du wirst auf jeden Fall genug Goldäpfel für den Kampf haben. Okay. Denn ich habe hier 100 Stück. Und 100? Ich, ja, ja, 100. Und ich habe nicht viele Goldblöcke aufgemacht. Ja, so viel brauche ich da für den Kampf jetzt auch nicht, glaube ich. Ich denke, wir werden eh so starke Waffen dann haben, dass das eh auch gar nichts bringen wird. So. Okay, ich suche Obsidian tatsächlich oder sowas. Bedrock kann man auch öffnen. Das ist natürlich interessant, aber das kramen wir dann uns gleich runter. Ich überlege gerade, auf einen Neverdick Straight Down runterzugehen. Oh, Elina, Never. Oh, ich habe eine Baba-Höhle. Mit Wasser sogar, ich kann runterspringen. Oh, das wird jetzt ein High-Risk-Call, Elina. Graben lieber ein bisschen hier. Ja, die Spitzhacke ist schon quatschig, ne? Also Tiefenhiefer, das dauert, bis man das abbaut damit. So, kann ich jetzt hier ins Wasser springen? Nee. Ich mach gerade einen Never Dig Straight Down. Wie in den guten alten Zeiten, Elina. Das müsste doch passen, oder? Ja. So. Frisst die Macht meines Pebble Blasters. Und du frisst die Macht meines Lightning Blasters. Oh, das funktioniert in Höhlen nicht. Was? Der weiß ja, der Decker, also der Oberfläche blitzt. Boah, Redstone ist ja mein Block eigentlich, ne? Ich öffne jetzt Redstone mal. Wir brauchen unser Tool. Ich muss mir mal die Zeit nehmen, mein Inventar aufzuräumen. Wir können ja die Regenwürmer im Notfall auch essen. Brauche hier gar nicht so viel Kram. Das Gute ist, dass man die Blöcke auch so als Speicherstationen benutzen kann. Weil ich habe nämlich ein Bett mitgenommen. Das heißt, ich kann hier solide Never Dig Straight Down machen, kann hier das, meine eine Spitzhacke drin speichern und dann ist das gar nicht so blöd. Mach mal einen Ofen. Mach das Bett jetzt genau. Zack, dann machen wir Kohle ran und dann burnen wir mal das Fleisch, was wir hier. Ich kann mich doch von Goldäpfeln ernähren. Ich muss das auch gar nicht burnen. Das war ja Quatsch-Call. Stimmt, ich kann so machen. So, dann öffnen wir mal alle Redstone-Blöcke, die jetzt hier sind, mit unserem guten Block-Cutter. Hä? Aber das Tiefenschiefer-Erze sind, geht das, glaube ich, nicht. Ja, ja. Okay. Ja, ist doof. Soll ich jetzt warten, bis das burnt? Nee, ne, scheiß drauf. Wir haben hier Goldäpfel. Wir haben es eilig, Leute. Das ist eine Arme. Dia, aber Tiefenschiefer. Ey, da wird's ja, dann ist es ja gar nicht so leicht, einen Dia zu finden. Oh, funktioniert das nicht mit, nee, du musst einen Stein-Dia finden. Ja, ja. Glaube ich zumindest. Kann man mal testen. Ja, ja, ziemlich sicher. Das macht das natürlich ein bisschen. Das heißt, dass ich hier unten bin, bringt mir ja gar nichts. Außer Obsidian oder Bedrock. Die Rüstung sieht schon wild aus. Ey. Ist schon Drip. Das Lava? Ja, aber ist natürlich nur eine Quelle. Oh nein. Bringt uns jetzt nicht so viel. Nee. Ich habe leider auch einen tiefen Schiefer, Tiefenhiefer. Ich hoffe, wenn zu brennen, bitte. Bitte, Brigitte. Nerven Sie nicht, sonst kriegen Sie einen One-Shot. Okay, ich muss auf jeden Fall noch eine bessere als. Also, die Axt ist schon strong. Aber jetzt nicht so OP, wie ich es jetzt bei so einer Aufnahme erwarten würde, sage ich mal. Für ein Finale, weißt du? Ich denke, Bedrock ich kommt was Illegales auf raus. Bedrock. Geil. Ich habe die Bedrock-Spitzhacke. Oh. Und Bedrock Chunk. Ja, da kannst du wahrscheinlich Bedrock draus craften, oder? Nehmen wir mal mit. Aber was, also vielleicht Bedrock Rüstung damit, könnte ich mir vorstellen. Was haben die anderen Bedrocks hier zu melden? Mach. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist die stärkste Spitzhacke meines Lebens. Die, ich grab mich runter, never dig straight down. Ich will auch Bedrock, weil ich habe noch die verdammte Kohlespitzhacke und die ist ass. Die Bedrock-Spitzhacke macht One-Click.
Redstone gefunden. Jetzt bin ich wieder drin. Ja, okay, bringt einen nix, weil wir sind in Tiefenschiefer. Ah, okay. Schade. Schade, schade, schade. Oh mein Gott, ich habe Amethyst. Bringt Amethyst was? Ja, Amethyst kann man, oder? Probieren wir, ich glaube nicht, ne. Nee, Mann, ich bin doch aber schon voll tief, ey. So kann gar nicht so lange dauern hier noch, bis ich bei Bedrock bin. Bedrock, ich liebe dir. Obsidian gibt's auch noch. Ja, Dias zu Farm macht, glaube ich, keinen Sinn, weil du kannst ja, sobald du einen Stein-Dia findest, da werden ja Dias drin sein. Vermutlich, also wie bei den anderen Ärzten ja auch. Also da wirst du ja massenhaft kriegen, weißt du? Welche Höhe bin ich? Ich bin erst bei minus 40, es dauert noch. Die Kohle, reicht meine Kohlespitzhacke überhaupt bis da unten? Sag mal, die burnt sich hier ganz schön gut durch. Ah. Oh, Bedrock, ich bin angekommen. So, dann mampfen wir das mal und öffnen diesen Block. Und Schnabulation uns Bedrock Chunk. Okay. Kann man damit was machen, Edina? Bedrock Chunk habe ich noch nicht ausprobiert. Ich schmeiß die andere Spitzhacke weg, Alter. Aber wenn ich jetzt hier was abbaue, baut er dann Bedrock ab? Fall ich dann in Tod? Ey, Skelett, was machst du denn hier? Ah, der baut. Okay, ich dachte, der baut mehrere Blöcke mit einmal, aber okay, so ist ja easy. Boah, die ist schmacko. Okay, wir checken nochmal sicherheitshalber aus hier. Nehmen ruhig mal mehr Bedrock Chunks mit, weil falls man daraus doch irgendwas craften kann, will ich auf jeden Fall nicht zu wenig haben. Dias, aber bringt natürlich nichts. Also bringt schon was, aber ich werde die jetzt, also werde die IAR zu öffnen. Hoffentlich. Zack, zack, zack. Okay. Wir müssen jetzt wieder nach oben in die Steinregion. Boah, die Spitzhacke One-Click-Tiefenschiefer, ne? Das ist big. Nochmal Dias, hä? Das war ein übelstes Übervorkommen sogar. 11? Hä? Ah, ne, ich habe aus dem anderen. Ich habe 17 aus 2 Vorkommnissen bekommen. Das ist eine gute Quote, ne? Ja. Nochmal Dias. Das war wieder so ein großes. 23 aus 3. Hier ist eine Höhle, interessiert uns aber nicht. Wir wollen. Aber der doch interessiert uns, wir wollen ja mal Lava. Wir mal den richtigen Dia-Block finden. Ist das? Eine geile Höhle. Ich habe ja gar kein Wasser, ich Vollidiot. Ich gehe da mal hoch. Okay, die Spitzhacke hat wirklich mit Erde ihren Endgegner aber auch. Erde kommt sie nicht so klar. Ich brauche so lange nach oben, meine Güte. Das hat mich auch meine ganze Spitzhacke fast gekostet und ich habe keine zweite mitgenommen. Ja, wobei, also ganz ist übertrieben. Ich habe nur 70%. So, wir brauchen. Alter, ich habe voll das Dia-Vorkommen übersehen. Wir brauchen eine Werkbank. So, into ein Ofen. Into Eisen. Zack, zack. Ich werde jetzt Obsidian öffnen. Dann können wir hier mal das machen und das. Pass auf. Bumm. Obsidian ist auf. Oh, Obsidian Shard. Obsidian-Perle. Obsidian-Schau. Warte, das kann ich ja gleich mal testen. Warte, ich kann doch hier gucken. Kann ich hier raus was craften? Bedrock? Nee. Hm. Aber wozu gibt es dann. Also, warte mal. Kann ich. Ist das ein Loop? Nee, okay, das ist kein Bedrock-Block. Das ist was anderes. Okay, ich glaube, das weiß ich nicht. So. Machen wir einen Eimer. Mit Abischen Water. Bup. Easy. Charles klingt schon sehr craftmäßig, ne? Shards kann man, glaube ich, nichts machen, wenn ich nicht fehlinformiert bin. Ins Wasser! Boah, so Mann, haben wir hier. Obsidian war mega Schmutz. Hä? Aber du hast doch ein Item rausbekommen. Ja, aber. Das ist jetzt nicht so das Wahre, sag ich mal. Das ist ja so eine Quatschhöhle. Was ist das denn jetzt hier? Aber ich weiß nicht, ob noch eine bessere Rüstung kommen wird. Ich meine, wir haben 9,5 Rüstungspunkte. Also, ey, aus Dia, schätze ich. Ja, okay, ist ein Call. Aber ein Dia-Stein zu. Dolo zu finden, ist ja, schwer. Ja, ist gar nicht so leicht. Kiste? Nö. Na, wobei, Brot nehmen wir mit. Geht's in Nether und holen Netherite. Kriegt man da auch was raus? Viel Spaß. Brauchen Erz. Nein. Glaub nicht. Probier's, Edina, probier's. Boah, was eine Riesenhöhle hier. Ich hab schon auch eine nice Höhle, aber sie ist halt. Okay, zu tief ist ja auch Quatsch, aber sie ist halt nicht tief genug. Einfach mal Strip-Mine mit der Bedrock-Picker. Auf dumm. Einfach mal lupen. Einfach mal runtergraben, bis man halt bei der Grenze ist, zu tiefem Hiefer und da mal geradeaus. Oh, hier ist eine Höhle. Die ist tief. Aber da hinten ist. Warte mal, das ist aber gut. Oh, das war risky, Alter. Risky Jump. Keine Zeit für euch, Creeper. Oh, ich habe zumindest noch mal als Redstone schon mal. Okay. Bam. Das geht nicht. Oh. Es gibt kein Redstone. Wie? Es gibt gar kein Redstone? Ich war gerade nämlich verwirrt, weil ich war gerade an so einer Stelle, wo ich vielleicht einen Dia finde mit etwas Glück. Es gibt keine. Also du kannst Redstone-Blöcke nicht öffnen. Oh Gott, Alter, ich hab mich gerade selber mit dem Blitz abgeschossen. Mann, das oh, die das Höhle ist ja richtig prime. Ja, meine ist Höhle ja ist prime. Das ist auf jeden Fall Lava. Oh ja, ja, das sieht mir sehr lavamäßig aus hier. Das Lapis, aber halt kein Stein-Lapis.
Ja, perfekt, mit einem hat sie überlebt. Alter Schwede, das war knapp. Holy moly, weil ich, weil der mich auf diese Kante geschossen hat. Er hat mein hier MLG. Lapis. Lapis! Lapis geht safe. Lapis-Schuhe. 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 Ein paar Schuhe. Ich suche hier wirklich so verzweifelt Lava. Ne? Es ist eine Katastrophe. Ich habe nur diese Quelle. Lapis lohnt sich auf jeden Fall. Das ist... Ich kann halt Lapis nach da oben. Ich bräuchte was, womit ich fliegen kann. Ich habe ja noch nie ein Lapis Erz gesehen, was so zwei Erze hat, aber das hier war... Meinst du, man kann, wenn man genug Regenwürmer frisst, irgendwann fliegen? Wieso? Ja, wäre doch ein cooler Effekt. Ja, probier mal. Ja, nee. Okay, ich glaube, ich muss in die andere Richtung, um hier ein Dia zu finden. Aber ich bin hier schon was auf der Spur, sag ich mal. Also, Lapis war strong. Das hat jetzt nicht so viel gebracht, aber ich habe auf jeden Fall jetzt Vollrüstungspunkte. Mit den Schuhen. Mhm. Boah. So, jetzt haben wir eigentlich die perfekte Höhe. Das ist genau... Redstone hatten wir ja schon. Geht ja nicht. Aber vielleicht geht Redstone ja doch nicht. Ich hab dich verarscht. Lapis! Schade. Was hast du bekommen? Öffne die Geschichte. Lapis Boots. Oh, die habe ich auch bekommen. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es nur Lapis Boots gibt. Ich habe hier genug Lapis, ich werde es dir... Ich habe hier nur die Boots rausbekommen. Okay, die sind auf jeden Fall besser. Ja, ja, die sind besser. Ich habe hier drei weitere Lapis-Latzen. Es gibt auch Brustplatte! Du hast mich verarscht. Wahrlich. Alter, warum weißt du das sofort? Ich habe es voll gut gesagt. Nee, war noch nicht ganz perfekt. Aber es war schon nicht schlecht. Hattest du schon mal bessere? Ich kann es sein, dass man so lange keine Lava findet. Also keine Lava-Quelle, klar, so ein Lava... also See, so ein Lava-Block einzeln natürlich. Puh. So, zack. Ich muss mich hier durchbuddeln. Such hier mal. Also hier ist ja Prime. Das ist exakt über der Tiefenschiefergrenze. Scheint nur... Oh, hier. Das ist riesig. Hier muss es was geben. Aber das ist voll hoch, Alter. Hier sind Dias voll selten. Gold, Kupfer, Eisen. Ja, wie soll ich denn hier ein Dia finden? Das ist ja hier so irgendwie. Hier an der Grenze. Nee, was suche ich denn jetzt überhaupt? Ich suche Lava und Dia, oder? Was suche ich noch? Lava und Dia, oder? Braucht man noch irgendwas? Ja, ich suche auch ein Dia. Wir können es ja zusammentun und zusammen ein Dia finden. Nee. Oh, ich baue hier gerade, aber das ist, glaube ich, gar nicht mal so schlau. Mit Emerald vielleicht auch was, habe ich gerade überlegt. Oh ja, ja, aber das ist ja arschselten. Aua, aua. Oh nein, bitte nicht ein Kiesstern. Hier an der Oberfläche, also hier an der oberen Ecke, also an der Decke meine ich. Es gibt ein Wort dafür, Decke. Das wäre doch prädestiniert. Oh hier, das ist aber ein geiler Tunnel, jetzt hier muss was geben. Ich bin auf Höhe 0. Also tiefer geht ja halt auch nicht. Tiefer gibt es ja keinen Stein mehr. Ah, Mist, das ist jetzt so viel Lack, wer hier jetzt den Dia findet. Das können die, Lina. Außer du bist es, dann ist es. Man muss es wollen. Ja, stimmt, ich muss es wollen. Oh, was ist hier denn los? Ich habe ja noch nicht mal Obsidian geöffnet. So, jetzt können wir sowohl den Obsidian erstmal öffnen. Ich öffne direkt mehrere, weil man weiß ja nie, ob sich dann doch... Es gibt ja anscheinend doch mehrere Drops bei manchen. Obsidian-Perle. Ah, das ist bestimmt eine Enderperle, wo man keinen Schaden Nein, kriegt. Nein, ich hasse mein Leben. Hast du die nicht Nein, bekommen? Spaß. Ich habe einen Dia, aber natürlich ist er, ne, ich bin so auf Höhe 0, wo das so gemixt ist und es ist ein tiefer Schiefer-Dia. Obsidian Chart. Man daraus, okay, sieht nicht so aus. Es ist ja. Kann man daraus was Chris? Nee, ich habe mich nur erschreckt, weil hier gerade Kies mich fast runtergeboxt hätte. Ich habe wirklich nie. Also diesen Bedrock würde ich jetzt ungern wegschmeißen, ja. Ich weiß nicht, vielleicht braucht man ja noch. Also Enderperle ist safe eine Perle, wo man keinen Schaden bekommt, ich jetzt mal einfach behaupten. Das macht halt Sinn, da steht ja eine sichere Enderperle. Kann ich bestätigen, ist so. Deswegen ja, war's ich glaube, das ist einfach nur Deko, denke ich. Okay, gut. Kann ich damit... Ja, das geht. Die ganz schön im Mute-Modus, Elina hat es ja eh auch schon ein bisschen gecheckt, also ist auch egal. Wir können jetzt hier diese Laufbänder aufstellen. Mann, ey! Ja, Dia ist es, glaube ich, unmöglich zu finden. Ich habe irgendwas gelabert, juckt doch keinen. Ich kann jetzt hier dieses... Nee, warte mal, ich muss die zusammencraften, glaube ich. So ging das, ne? Ja, genau, hier kann ich jetzt nämlich ein
Fließband-Sägeblatt machen. Ich kann jetzt beispielsweise hier, das funktioniert auch richtig, wie so ein Fließband funktioniert. Ich kann jetzt hier hin, kann mich jetzt hier zersägen lassen. Das tut ganz schön weh. Aua! Das hat er nicht. Ich habe halt OP-Rüstung, hat er nichts abgezogen. Aber könntest du so gesehen jetzt Mobs draufstellen. Naja. Was ist aber besonders, ist, du kannst jetzt von, diese Säge kann jetzt Gegenstände zerteilen, die man drauf legt, wie auch die Schere. Aber die Säge ist natürlich ein bisschen stärker, weil mit der Schere könntest du einen Verzauberungstisch nicht öffnen, aber mit der Säge geht das. Das heißt, wir platzieren jetzt den Zaubertisch auf das Fließband und es wird hier zerteilt. Und wir haben einen zerteilten Verzauberungstisch. Den stellen wir jetzt auf, weil den wollen wir natürlich looten und dann droppen OP-Items. Schaut euch das an. Und ganz besonders wollen wir diese Faust hier, ich würde sogar mal sagen, es ist eine Faust, und wir wollen natürlich die Verzauberungsbücher haben. Wartet mal. Ich will mich. Mikrofon aktiviert. Dorn 1 kann man nicht wirklich gebrauchen, oder? Entladung. Doch, oder? Das verzauberungstechnisch hier ein bisschen Pech gehabt, muss ich sagen. Dorn. Was ein Ärgernis. Das ist echt ein Ärgernis, ja. Aber die Verzauberung war natürlich scheißegal. Wir haben nämlich jetzt diese Hand. Und diese Hand hat Silk Touch, die Quelle. Der Silk-Touch-Verzauberung, die magische Quelle. Und damit kann ich alles abbauen. Wie beispielsweise auch Wasser. Welche Spitzhacke muss ich jetzt nehmen? Ah, jetzt kann ich einfach Wasser abbauen. Das Dropdown, dann habe ich hier Wasserblöcke im Inventar. So, oder kann ich die jetzt auch aufschneiden? Nee, das geht nicht, das wäre cool gewesen. Packen das jetzt da drauf. So. Ich muss mich muten hier, Mucki nervt gerade ein bisschen. So, jetzt haben wir das Wasser aufgeschnitten. Und das können wir jetzt platzieren und öffnen. Und dann kommen diese Wasserbläschen raus. Diese so Schaumblubberblasen. Versteht ihr? Das können wir hier ganz viele machen. Die können wir ein bisschen farmen, weil da brauchen wir ein paar jetzt gleich. Zack, 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 zack und zack und zack. So. Muggi ist gerade ein bisschen am Muggen hier wieder. Die kleine Muggi. So, was haben wir hier? So, wir haben über. Ja, wir können einen zweiten Stack, oder? Und zwar ein Stego. So, schnappen wir die mal alle hier bitte. Dankeschön. So, jetzt können wir. Die können was ganz Geiles. Die kann man nämlich schmeißen. Nee, die kann man gar nicht schmeißen. Ich erzähl Quatsch. Die kann man essen. Aber so, immer mal mit Wasserbobbles will. Die isst man. Und da kriegt man random OP-Effekte. Schnelligkeit, eine sanfter Fall. Das ist schon. Ich kann damit fliegen? Boah. Okay, das ist gestört. OP, holy moly, Mogi, Alter. Das ist crazy. So, lass mich mal die noch kurz aufsammeln. So, so. So, wir können aber damit, wenn ich jetzt nicht doof bin, auch etwas craften. Bubble Joker konnten wir aus diesen Blubberblasen craften. Und dieser Bubble Joker, der sollte Leute verbabbeln, wenn ich sie damit hitte. Was das genau bedeutet, weiß ich echt auch nicht genau. Ich denke, die werden dann einfach in die Luft, also die fliegen dann einfach weg, denke ich, oder? Kannst du das haben? Dazu muss ich die damit berühren, also schlagen. Aha! Ja, das ist schon stark. Na was? Da kriegst du ja gar keinen Fallschaden. Das ist, das ist ja komplett sinnlos. Kann ich es vielleicht stacken, indem ich ihn mehrmals hitte und jetzt? So? Nee. Hä? Was ist das für ein sinnloses Bubble-Item? Da kann ich ja gar keinen Schaden mitmachen. Aber es sieht stylisch aus. Aber brauchbar ist es leider nicht. Es hat, glaube ich, auch wenig Schaden. Gar keinen Schaden de facto. Oh man, ey. Water weg. Da schmeiße ich die Dinger lieber. Also Essi, meine ich. Elina, hast du inzwischen Dia gefunden? Ich nämlich nicht. Ben, sieht hier schlecht aus an der Dia-Front. Ich war in, glaube ich, 3 Minen drin. So richtige Minen. Ja. Bin da immer durchgelaufen zwischen ganz viel Cleanstone und da findet man ja eigentlich so relativ wahrscheinlich manchmal so ein Dia. Ich war in riesen Höhlen, kein Dia, kein Cleanstone-Dia. Ich war in so einer kleineren Höhle, also das ist hier echt hart. Ich schwimme hier im Wasser, so in diesen Wasserhöhlen schwimme ich drin. Auch kein Dia. Du gibst ja alles für den Dia. Ich gebe alles für den Dia, ich habe so richtig Bock auf den Dia, aber der... Dia hat keinen Bock auf mich. Ja, wenn das safe eine Dia-Erzrüstung rauskriegt, das ist safe OP. Das wäre richtig game-entscheidend, wenn du den kriegst. Ja, danke. ich weiß, ich gebe ja auch mein Bestes, aber es ist sehr hart hier. Leute, ich habe einen Dia gefunden. Mehrere, wenn ich Glück habe? Nee, ist echt nur einer, ne? Einer nur? Ja, ja, ist aber oft so halt, ne? Puh. Okay, wir öffnen den. Aber das scheint, das heißt, ich kann halt jetzt keine volle Rüstung daraus bekommen. Wenn eine Rüstung drin ist, sage ich, gut, mal safe. Bitte 2 Teile, bitte.
Yeah. Was ist da drin? Etwas OP-mäßiges. Oh nee, Helm, Hose. Nein. Und Diamantbogen. Was? Okay, wie viel besser ist die? Ja, okay, also die ist... Also. Aber der Bogen, ich habe keine Pfeile. Spielt das eine Rolle? Nee. Okay. GG. Der schießt explodierende Diamanten. Das ist ein Flex. Aber verbraucht er jetzt meine Diamanten? Warte mal, 59? Ja, der hat als Pfeile Diamanten. Na cool, Alter. Lol. Cooler Bogen. Okay, dann ab zum PvP, würde ich sagen. Ja. Okay, Ausrüstung. Axt. Man kämpft wirklich tatsächlich mit der Axt, ne? Dann der Pebble Shooter, der Bogen. Das hier, Goldäpfel. Ja. Ja, der Blitzshooter, wenn wir ihn dann brauchen. Enderperle. Ja, okay. Ich bin bereut, Lina. Ich auch. Okay, 3 Leben haben wir beide, okay. Yes. Aber bevor es losgeht, Leute, wichtig. Lasst eine positive Bewertung da. Flankkräftig den Like-Button. Wäre nice, wenn wir 10.000 Likes schaffen, meine Freunde, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr mich auch unterstützen, indem ihr jetzt abonniert, kostenlos am Hintergrund. Bist du bereit, Lina? Ich bin bereit. Warte, wir müssen noch 3 Sekunden warten, damit alle auch genug Zeit haben, das zu laden. Okay. Let's go. Let's go. Wie stark ist dieser Bogen? Den hast du ja nicht. Boah, nicht getroffen. Nicht getroffen. Nicht getroffen. Oh Gott, Alter. Oh, dieser Pebble-Shooter macht Überschaden. Pebble! 1-0 für Ilitzki. Batz, batz. Ich pebble dich tot. Das ist ein Cheater-Item, Melina, sage ich. Ich muss pebble. Wegfliegen. Nein, warum kannst du Ich wollte gerade sagen, wunderst du dich nicht, dass ich fliegen kann? Warum kannst du fliegen? Was ist los? Hä? Ich hab Wasserblöcke auch geöffnet. Oh mein Gott, damit kann man Aber es ist ja übel peinlich, wenn ich jetzt trotzdem verliere. Die kann man nicht blocken, ich block doch mit dem Schild, das geht da hinten los. 2-0. Für Ilinski. Aua, macht das auch. Ja, ich pebble jetzt auch. Bin euch dumm. Pebbelt der? Ah! Ja. Nein! Pebble, pebble, pebble! Nein! Ah! Mein Pebble-Shooter ist leer! Oh oh. Nein, ich bin so schlecht. Ich mit der Spitzhacke. Hast du keine Holzaxt? Ich hab eine Steinaxt, Eisaxt, ja, die ja, ist das, Selina, aber egal. Warum tankst du plötzlich so? Ich bin katastrophal gerade im PvP. Oh. Ich hab Minecraft geschlossen. Echt jetzt? Nee, nee, lebt wieder. Lele lebt wieder. Nee, kurz gar wieder Dragon. Ich hab halt noch ein OP-Item. Das hier, aber das ist Arsch. Ja, da fliegst du 3 Blöcke hoch, bringt mir gar nichts, ey. Mann. Ah, okay, das ist gar nicht so schlimm. Uff, okay. Oh. Man kriegt trotzdem Schaden, was ist das denn? Hä? Yes. Yes. Aua, der hat gezwirbelt. Ich mach ohne Pebble, weil ich ein ehrenhafter PvPer bin. Okay. Meine Holzachs aber gleich Brokimoki. Oh Gott. Oh, ich hab aus Versehen das Gras abgebaut. Boah, jetzt bin ich nervös. Oh, er darf nicht den Highground haben. Yes. Nein. Ja, du hast halt das Schild nicht, ne? Hey, du Assi! Oh. Ich hab mit Pebble-Shooter geshootet. Ich war ein dreckiger Betrüger, ich geb's zu. Ja, hier, ich zeig dir das, was ich nämlich hatte. Was denn? Konnte nämlich so ein Fließband bauen. Und das ist quasi ein Öffner. Das macht Schaden. Das ist ein Öffner für besondere Blöcke, wie beispielsweise ein Verzauberungstisch. Den habe ich dann hier geöffnet. Dann habe ich mit Hilfe dieses Items, was ich dann daraus bekommen habe, konnte ich Wasser abbauen. Ich kann dir das auch mal zeigen. Hier, pass auf. Hier. Bub. Ja. Jetzt kannst du das Wasser abbauen. Oh mein Gott. Und den kannst du halt nicht öffnen, weil die Schere dafür zu schwach ist. Aber du kannst ihn halt hier drauf placen. Was? Und dann wird der zerteilt und es kommt. Wow, wie cool. Und daraus kommen diese Blubberblasen, die ich die ganze Zeit gefressen habe. Ich hatte die ganze Zeit auch Regeneration und so. Es war etwas unfair, möchte man. Aber ich hätte fast verloren, es wäre überpeinlich gewesen. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Abonniert den Kanal kostenlos und wir sehen uns morgen. Haut rein, euer Benzo. Ciao.